Wer ist eigentlich in der Politik Ihr größeres Vorbild, haben wir uns im Vorfeld gefragt. Strauß oder Adenauer? Warum Adenauer? Der berühmte Satz. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Naja, das ist ja so ein Satz, den auch gern Moderatoren verwenden für sich. also ich glaube mal so, es macht nie einen Sinn, in den Fußstapfen anderer zu laufen per se. Aber Strauß ist natürlich für Bayern einer der ganz großen Persönlichkeiten gewesen, der Übervater der CSU. Mhm. Ich selber bin ja bei Edmund Stoiber groß geworden, war mein Mentor. Und ich war Generalsekretär bei Stoiber, Stoiber war Generalsekretär bei Strauß. Das ist so eine leicht genealogische Verbindung, die es da gibt in der CSU. Und im Interesse für Bayern zu streiten, das haben beide super gemacht und das versuche ich auch. Ja, verstehe ich. Aber wie finden Sie diesen Satz voller Adenauer? Ist der noch aktuell? Nein, aber ich glaube einfach, dass sich mal die Zeiten ändern. Ich habe jetzt, wenn ich mal überlege, wie früher die Ostermärsche abgelaufen sind, die Grünen vorne weg. Und heute laufen die Grünen eher bei Bundeswehr-Militärparaden mit. Oder wenn Krauss-Maffei eine neue Panzerserie vorstellt, dann sind sie da an erster Stelle dabei. Warum? Weil sich die Lage geändert hat. Ja? Das Leben verändert sich ständig. Ich habe vor wenigen Wochen gelesen, dass die scheidende finnische Umweltministerin, eine Grüne, sich besonders eingesetzt hat für die Kernkraft. In Finnland findet es richtig. Und ich glaube, die hat auch einen sehr weiten Weg hinter sich. Die Lage erfordert es. Wer immer stur meint, die letzten 30 Jahre bleiben gleich, der, so ist meine Überzeugung, wird die Herausforderung nicht meistern. Ist das auch der Grund, warum Sie die Zeiten ändern sich? Ist mir wirklich aufgefallen, Sie reden wahnsinnig viel über Fleisch und Wurst in den Wahlkämpfen. Warum? Ich rede nicht nur über Fleisch und Wurst, aber ich stehe eben auch dazu, dass die Bandbreite der Ernährung groß ist. Ich selber habe auch mal versucht, Veganer zu sein. Wie lange? Paar Stunden, ja. Oder habe auch mal überlegt, den Ingwertee zu trinken, den Sie da sehr trinken, den er unser Alfons Schubeck immer sehr propagiert hat, wie Sie wissen. Warum machen Sie sich lustig über Veganer? Ja, mal überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe da totalen Respekt davor. Für ein paar Stunden Veganer ausprobiert. Ich kann es halt nicht für mich oder ich will es halt auch nicht. Der Punkt ist doch nicht, ob jemand Veganer ist. Sie haben damals als Foodblogger waren Sie unterwegs und haben sehr viele Tipps gegeben. Ich habe mir das angeguckt. Ja, alles. Griechischen Salat, Schafskäse mit Avocado. Ja. Also all diese, hier, das ist das Foto. Das war vor einem Jahr. Und wenn man das mal vergleicht mit den Bildern heute, das Spektakel... Nein, würde ich nicht. Nur würde ich nicht sagen. Das ist jetzt eine sehr subjektive Sicht. Doch, hier, schauen Sie mal. Hier. Ja, das war letzte Woche. Schaut ja auch super aus. Ja, deswegen gefällt es Ihnen auch. Wo ist die Avocado? Beim Metzgerladen gibt es wenig. Wobei, die haben auch Salate gehabt. Mhm. Ja, haben auch Salate gehabt. Wo haben uns Salate aber immer was anderes gegeben. Nein. Da unterschätzen Sie die guten Metzger in Bayern. Das ist schon ausgewogen. Also mal hier, noch mal ein schöner von Ihnen vom letzten Jahr. Ja, das Jahr. Ist ein griechischer Salat. Schmeckt auch sehr gut von einem tollen Lokal in Nürnberg. Aber darüber reden Sie nicht mehr. Warum? Das war auch die Zeit, da haben Sie sehr nett über die Grünen gesprochen. Ja, weil die Grünen mich total enttäuscht haben. Die Grünen sind in der Regierung aus meiner Sicht eine große Enttäuschung, wie für viele Wählerinnen und Wähler der Grünen, weil sie sich erstens total zurückgezogen haben in alte Ideologiebastionen. Sie denken nur an ihre alte Parteiideologie, weniger an das Gemeinwohl der Bevölkerung, ob das in Energiepolitik ist. Und auch bei so Grundsatzfragen, also man merkt es ja, Tierhaltung soll reduziert werden, um Fleisch sozusagen aus dem Markt zu drängen. Ja. In den Münchner Kitas haben die Grünen durchgesetzt, dass keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch mehr angeboten wird. Und da wird schon ein kleiner Kampf drüber geführt. Angeboten wird, essen darf man es trotzdem, ne? Ja, wenn aber natürlich dort nichts gibt, aber sagen Sie nie dazu, das ist interessant. Man darf Ich sag's ja jetzt gerade. Es klingt so, als würden die Kinder, ich musste nachfragen. Nein, ich habe es von mir aus gesagt. Nein, das ist da. Also es ist so, also die Kinder dürfen selbstverständlich weiter nachhaken. Wurst essen. Ne? Ja, daheim schon natürlich. Ja, auch in der Kita, wenn sie selber mitbringen. Ja, aber das bietet die Kita nicht mehr an. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und ich finde, wir haben 1% Veganer, wir haben 7% Vegetarier. Finde ich alles gut. Aber diese Umerziehungswünsche, die es von einigen gibt, die lehnen wir halt ab. Und ich finde, jeder soll selber, darf ich zu Ende sagen kurz? Ja, sie jeder dürfen. Soll selber entscheiden, was er isst und was er will. Und da brauchen wir keine, also ich meine, Herr Özdemir sagt, er will jetzt Süßigkeiten, Werbung verbieten. Das entscheiden doch die Eltern und nicht Herr Özdemir. Gleichzeitig will er Drogen einführen, was der Fallschädig ist. Das ist das, was bei den Grünen nicht stimmt. Und ich glaube auch relativ, dass es die große Mehrheit der Bevölkerung so sieht. Ich finde auch nicht so lustig, dass man über Drogen lacht, ehrlicherweise. Nee. Aber denn Alkohol ist okay in dem Maße. Naja, schauen Sie. Ich finde auch, ich trinke selber, was denken Sie, kaum Alkohol. Mhm. Wenn ich ein Bier anstoße, dann nippe ich dann selber keinen. Zwei Maß gehen immer, heißt doch in Bayern, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da haben Sie Ihre alten Klischees über Bayern, die aber natürlich Ich glaube, das hat mal ein früherer Ministerpräsident. Ja, aber wenn ich frühere Redakteure sehe, was die alles so sagen, wahrscheinlich sogar was jeder mal geschrieben hat, wenn ich das so sagen darf. Das ist auch der Zeit, vielleicht aus der Zeit geboren. Fakt ist auf jeden Fall,
dass aus meiner Sicht es ein Fehler ist, Drogen zu legalisieren und es ein falscher Ansatz ist, Eltern zu verbieten, die Ernährung ihrer Kinder zu bestimmen. Wir haben gerade letzte Woche hier sehr hart mit dem Bundesgesundheitsminister gesprochen und diskutiert. Und ich bin da auf. Sich um Fiebersäfte für Kinder nicht zu kümmern oder zu wenig und Drogen zu erlauben, 90 Joints im Monat ist diese Regelung, komm, das geht doch einfach in die falsche Richtung. Wahrscheinlich hat er wirklich andere Probleme, als jetzt in der Frage, Drogen zu erlauben. Das mit dem Alkohol würden Sie trotzdem nicht angehen, ne? Nein, das gibt ja dafür auch keine Debatte. Wir leben ja auch in einer freiheitlichen Gesellschaft. Mich stört, und das ist das, was Sie mit den Grünen auch meinen. Man könnte doch nicht stört, mich so stört. Keine Debatte über Alkoholismus in Bayern? Natürlich gibt es die überall. Überall, und da wird auch eine Menge dafür getan. Aber Sie getan. Sagen wenig dazu. Nein, da tun wir alle unseren Beitrag dazu leisten. Aber es geht ja jetzt um was anderes. Es geht um die Frage, sollen zusätzliche Drogen erlaubt werden, wo Ärzte, wo Polizei, wo selbst die EU skeptisch ist, ob das der richtige Weg ist. Und 90 Joints pro Monat, sorry, wenn ich das sage, das ist einfach der falsche Weg. Cannabis und Marihuana sind einfach Einstiegsdrogen. Warum soll man die Lage jetzt so verschärfen? Und wir werden alles tun, was uns rechtlich möglich ist, das nicht umzusetzen. Aber es ist interessant, Sie sagten gerade, es ging jetzt gerade fast unter, sagen zusätzliche Drogen. Das heißt, Alkohol ist für Sie eine Droge? Ja, Alkohol ist auf jeden Fall nichts, was jetzt von vornherein, wenn es nicht in Maßen genossen wird, gesund ist für einen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob gesund ist, wenn man 5 Liter Ingwertee trinkt, aber das ist Ihre Entscheidung. Ja? Ja, ist richtig. Ja? Aber also aus meiner Sicht ist es jetzt falsch, Drogen zu lassen. Ich finde die Debatte ehrlich gesagt ein bisschen schräg und albern, dass man jetzt den Leuten sagt, das ist diese Idee, entweder Sie alles verbieten oder gar ne? nichts. Nein, ich habe nur gesagt, es ist ein Fehler, es Drogen zu erlauben. Mhm. Und dazu stehe ich auch. Ich glaube, dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung das genauso sieht. Darauf kommt es Ihnen ja auch immer an. Das ist die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung, es genauso sieht. Da sind wir schon gleich wieder bei der Atomkraft und bei anderen Finden Themen. Sie das ich hatte bei den vielen Würsten, die gezeigt wurden, da ist mir jetzt irgendwie so unweigerlich die Extrawurst eingefallen. Weil, das sind übrigens Nürnberger Bratwürste, die ich Ihnen besonders empfehlen kann. Nürnberger Extrawurst würde auch sind gut die besten, passen. Die man ja, essen. Genau, ganz. Ja, also wenn Sie Bratwürste mögen, dann würde ich Ihnen die besonders empfehlen. Ja, genau. Also das würde ich mal. Ich weiß, ich kann jetzt nicht, wie viele Würste das sind, zählen, aber ich würde sagen, 3 Klagen: einmal Erbschaftssteuer, einmal Solidaritätszuschlag, dann Wahlrechtsreform, also dann Atomkraft verlängern in Bayern. Das ist alles so sind so Sonderwege, wo man auch auf den Gedanken kommen könnte, dass das insgesamt so in ihre Rezeptur passt, Einzelwege zu wählen gegen die Mehrheit. Und, also und was noch dazu ja, kommt, was die Mehrheit betrifft, da sind sie ja auch sehr umfragegeprägt, glaube ich. Sie schauen gerne drauf, wohin sich was bewegt. Und dann nach Fukushima 2011 waren Sie der Umweltminister, der gesagt hat, also wenn es nicht schnell mit dem Atomausstieg geht, 22 oder 25, dann treten Sie zurück. Dann haben Sie sich noch vor 2 Jahren doch sehr stark selbst gelobt, dass Sie der Vorkämpfer waren für den Atomausstieg in der Bundeskoalition oder mit der Bundeskoalition so. Und jetzt ist wieder genau das Gegenteil. Jetzt sind die Umfragen bei so knapp 60%, dass die Bevölkerung da so ein bisschen Bedenken kriegt, aus der Atomkraft auszusteigen. Und dann machen Sie es wieder andersrum. Ich glaube, dass das so aus meiner Sicht jedenfalls jetzt stimmt. Erst einmal die Tatsache, ob ich da zurückgetreten wäre, nicht. Ich weiß gar nicht, woher Sie das wissen. Ich glaube, das hatten Sie gesagt. Nein, Sie das habe ich nie gesagt. Das haben ein paar Journalisten nicht gesagt, behauptet. Aber es klang so. Nein, es klang auch nicht so. Nein, das ist Ihr Eindruck und natürlich auch Ihr Stil, aber das ist nicht so. Das erste Fakt ist zweites. Den Eindruck hatte ich nicht alleine. Wir haben damals ISA 1, erinnern sich, ISA 1 ist der ältere Block zu ISA 2. Wir haben den damals bewusst als erstes abgeschalten, weil er nicht sicher gegen Flugzeugabstürze war. Das war damals die Debatte. Und Fukushima war die große Frage, ob Ereignisse passieren können, die sozusagen für die Sicherheit extrem gefährlich waren. Ja. Das war der Punkt so. Aber ist doch die Lage hat sich doch jetzt. Ist doch ich habe übrigens Flugzeugabsturz gefährdet. Damals, nein, die sind heute sicher. ISA 2 ist sicher. Seit 35 Jahren übrigens störungsfrei. Anders als manche in der Ukraine, wo ja die Bundesregierung der Auffassung ist, super, wenn die weiterlaufen. Die sind ja sicher, wenn sie schon mal da stehen, Herr Habeck. Also nochmal zum Thema
unklare Entscheidungen. Ich habe übrigens als Erster in Deutschland gesagt, in der Krise, in der wir sind, macht es Sinn, die Kernenergie zu verlängern. Das war vor über einem Jahr. Da hat die Bundesregierung gesagt, unter gar keinen Umständen, es brauche nicht, es sei falsch. Dann hat man trotzdem einen Streckbetrieb gemacht, weil es notwendig war. 3 Monate und 2 Wochen. Hat man das verlängert. Ja. Und ich plädiere nur dafür, und das ist die Grundsatzposition, solange eine Krise ist und solange auch die Preise so hoch sind, ist es aus meiner Sicht falsch, aus ideologischen und am Ende alten Positionen heraus etwas abzuschalten, was uns helfen könnte und was die ganze Welt weiter nutzt. Ja. Herr Söder, ganz kurz, also ich versuche es gerade mal aus meiner Erinnerung. Sie haben damals nicht gesagt, wenn wir nicht aussteigen, dann trete ich zurück. Das habe ich nicht gelesen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie haben von Konsequenzen gesprochen. Ja, ich habe gekämpft dafür, dass ISA 1 abgeschaltet wird. Genau, und ich war nicht der Einzige, der das sozusagen als Rücktrittsdrohung verstanden hat. Offensichtlich auch Christina Dunz und auch viele andere. Nein, das ist so etwas Typisches, was nacherzählt ist. Das ist so eine klassische Journalistenlegende und der eine erzählt es dem anderen und irgendwann mal ist allgemeingut. Das ist Legende. Nein, Sie haben von Konsequenzen gesprochen. Und weil Sie sagen, weil Sie gerade so großen Wert auf Präzision legen. Sie haben gerade so im Vorbeigehen Robert Habeck wieder einen so mitgegeben und sagten, der steht ja in der Ukraine vor Saporischschja, vor dem großen Atomkraftwerk und sagt, es ist doch super, wenn die laufen. Das hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, es ist okay. Sie haben gesagt, es ist super, wenn die laufen. Das hätte er gesagt, das ist Quatsch. Naja. Das ist einfach Quatsch. Robert Habeck hat gesagt, in der Ukraine ist es okay, wenn sie laufen. Das hat er auch nicht gesagt. Doch, weil sie da schon mal da sind. So. Ja, und das hat übrigens, glaube ich, auch die Mehrzahl so verstanden. Ja. Bis vielleicht auf einige wenige. Es ist doch ein abenteuerlicher Witz, bei uns auszusteigen, Atomstrom aus anderen Ländern zu beziehen und zum Thema Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke zu sagen, naja, dann laufen die halt, dann sollen sie weiterlaufen in Deutschland. Dann will ich jetzt einmal verstehen, Herr Söder. Also ist jetzt Atomkraft so gefährlich, wie Sie unter anderem 2021 noch gesagt haben oder nicht? Atomenergie in Deutschland ist sicherer als in vielen anderen Ländern. Und als vorübergehende, darf ich antworten, was ich für richtig halte. Aber ich würde trotzdem darauf bestehen wollen, dass Sie die Frage beantworten. Ja, Sie fragen, was Sie für richtig erhalten. Ja. Da finde ich auch manche Fragen, Alex, ein bisschen abstrus. und vor allem Ihre Nachhakerei. Aber das ist Ihr Recht. Meinungsfreiheit in dem Land. Sehr schön. Also ist ja hier auch, glaube ich, eine freie Sendung. Wird hier sehr geliebt, freien Sender finde ich eben auch super. Deswegen bin ich auch mit großer Freude da. Und das Zweite ist, ich sage Ihnen, was ich für richtig halte. Und richtig ist, die Kernenergie ist im Vergleich zu vielen anderen jetzt der richtige Moment, um vorübergehend für einige Zeit, ich würde sagen für ein bisschen länger als manche andere plädieren, unsere Energie- und Stromprobleme und Netzstabilität und auch die Strompreise zu halten. Ich bin in der Sache da total bei. Und trotzdem noch mal die Frage. Na, dann sagen Sie das doch mal und dann finden Sie doch mal gut. Tue ich doch. Es gibt so viele Aber. Nein, es gibt so viele Aber. Die Frage war nur... ihr sucht natürlich nach dem Aber. Nee, wir haben noch eine Liste. Weil ihr euch ärgert darüber, dass es mal eine Position ist, die ihr auch genauso denkt. Ja? Wissen Sie was? Problem. 2021, Ihre Position zur Atomkraft 2021. Wir hören mal kurz rein. Ja? Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher. Es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Ich habe damals als junger Umweltminister sofort reagiert, mich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer abgestimmt. Und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben. Warum? Auch wenn alles sicher scheint, gibt es den nahezu unwahrscheinlichen Fall, die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen. Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Der Weiterbetrieb wäre rechtlich und sicherheitstechnisch absolut möglich. 1:1 okay. Es ging damals um ISA 1 und das haben wir damals gemacht. Genau das. Also wirklich 1:1 okay. Aber da kommt ja noch mal dazu, dass sich die Lage natürlich dramatisch geändert hat. Ich wollte gerade sagen, 1:1 okay, Herr Söder. Also die Interpretation haben Sie jetzt hier wirklich exklusiv. Ja, aber das machen Sie ja auch immer so. Sie machen ja auch immer Interpretationen, die 90% Ihrer Zuschauer zumindest sagen, was hat denn da jetzt eigentlich damit gemeint? Nein. Ich muss doch Sie übersetzen, weil ansonsten könnte man ja denken, Das können Sie nicht. Also das entscheiden die Zuschauer. Also es ist nicht Ihre Aufgabe, immer zu sagen, das sagt jemand was, 2 + 2 = 4, aber ich übersetze mal, er meint eigentlich 5. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Das würde ich als kritisch sehen, Herr Lanz. Meine Aufgabe ist es, Sie dürfen aber machen, was Sie wollen, aber ich will den Zuschauer darauf hinweisen, dass das nicht meine Meinung ist, sondern
Ich glaube, in der jetzigen Phase, ich meine, es ist ja geradezu abenteuerlich zu glauben, dass Ukraine nicht vieles verändert hat. Also man sehen Sie mal, die einen reden sogar vom Krieg mit Russland, andere haben ganz andere Positionen. Ich halte es für mehr als klug und für mehr als pragmatisch, alles zu überdenken. Und deswegen sind alte ideologische Positionen falsch. Ich glaube nicht, dass uns die Kernenergie bis 30, 40 Jahre hilft. Da könnten noch andere Energieformen stärker sein. Aber der Ausstieg jetzt ist brutal von den Grünen durchgedrückt worden. Und das ist aus rein ideologischen Gründen. Der Ersatz für Kernenergie ist in Deutschland Kohle. Und damit erhöhen wir den CO2-Ausstoß. Und eine Partei, die sich für CO2-Senkung offiziell ausspricht, kann nicht ernsthaft als Ersatz Kohle wählen. Wenn Sie funktionierende Stromtrassen hätten, dann würde es Ihnen in Bayern nicht jetzt so eng auskommen. Dann würde Bayern davon profitieren. Und eine kurze Erinnerung, wie genau man etwas wiedergibt. Ich glaube, in Ihrer Pressekonferenz vor 2 Wochen, als Sie den Vorschlag gemacht hatten mit den längeren Laufzeiten, speziell für Bayern, da hatten Sie so in einem Satz gesagt, also Gorleben in Niedersachsen ist ja erforscht für 1 Milliarde, ein sicheres mögliches Atommüllendlager und ist ja genau das Gegenteil. Es ist ja eingestellt worden, es überhaupt in die Überlegung zu ziehen, weil man gesagt hat, diese Gesteinsdecke ist porös, Regen kann eindringen, beim Salzstock weiß man, was dann passiert, ist eben genau nicht sicher. Und in dieser Pressekonferenz haben Sie das mal eben so weggewischt und dann denken alle, ja, manch einer mag denken. Deswegen ist die Übersetzung doch sehr wohl manchmal nötig von Journalisten. Dann mag man vielleicht denken, Mensch, warum ist das nicht in Gorleben? Aber es ist eben genau nicht. Und dann haben Sie noch gesagt, bei einem Atommüllendlager in Bayern würde es ja nicht gehen, dass Sie quasi den Müll der anderen Länder aufnehmen. Aber genau darum würde es gehen in einer... Doch, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Sie sind schon eine überzeugende Übersetzerin und Weiterträgerin. Ja, genau. Ich sage den Satz nur ganz kurz zu Ende. Gerne. Also, dass wer über längere Laufzeiten, wie Sie nachdenken, muss natürlich darüber nachdenken, wo bleibt der Atommüll. Haben wir ja bisher nicht geschafft, uns darauf zu verständigen, in welchem Bundesland das angesiedelt werden könnte. Aber wenn man dann als einziger Ministerpräsident sagt oder so stark, wie Sie sagt, lassen wir länger laufen, dann muss man diese Endlagerfrage klären und kann sie nicht nach Niedersachsen schieben, wo zumindest dieses Lager oder Gorleben als Endlager ausgeschlossen wurde. Erlauben Sie mir da kurz nur 3 Bemerkungen. Unbedingt. Das erste Mal zu dem Thema Stromtrassen. Wo sind denn die Stromtrassen in Deutschland komplett gebaut? Richtig. Wo sind denn die komplett gebaut? Und wer baut sie? Baut die Bundesnetzagentur? Die Stromtrassen sind dann beschlossen worden vom Bundestag. Danach werden sie gebaut, gehen bei uns gut voran. Ich unterstütze das sehr. Allerdings finde ich gut, dass wir uns lange dafür eingesetzt haben, Erdverkabelung zu machen. Dort, wo Erdverkabelung. So teuer, ne? Ja, aber da gibt es halt keine Einsprüche und keine Klagen. Dann läuft es also schneller. Nicht. Ihre Bauern sind ganz schön auf der Palme. Nein, bei der Erdverkabelung sind die Leute ziemlich okay. Mhm. Das ist das Erste. Übrigens nebenbei bemerkt, ich glaube, wir kommen sicher noch drauf. Wir haben es erst jüngst von Herrn Habeck bestätigt bekommen, vom Bundeswirtschaftsministerium. Wir liegen bei dem Zubau erneuerbarer Energien klar auf Platz 1. Wir haben allein mit Photovoltaik eine Leistung, so ist es. Gleich müssen wir schon wieder übersetzen. Von 2000, fast 2000 Windrädern allein. Wir sind bei Wasser so stark. 2000 Windräder ist ungefähr die Leistung, die wir mit Photovoltaik haben. Genau, aber Sie haben wie viele Windräder? 41 gebaut, glaube ich. Ja klar, wir haben sehr wenig. Wir haben sehr wenig bei Windrädern. Wie Baden-Württemberg übrigens aus. Wir haben jetzt alle Regeln geändert. Wir bauen größere Windparks jetzt im Chemiedreieck, Südostoberbayern, für die Glasindustrie in Oberfranken, öffnen den Staatswald komplett an der Stelle, um da entsprechend auch bei Wind erfolgreich zu sein. Ich habe da überhaupt kein Problem mit der Serie. Reden wir gleich drüber. Können wir noch mal ganz kurz über Punkt das zum Müll möchte ich Endlager noch sprechen, bitte? Ja. Genau. Ich kenne keinen Ministerpräsidenten in Deutschland, der sagt, ich möchte eins haben. Nee, aber es sagen auch nicht alle, dass sie die Atomkraft verlängern wollen. Moment. Keiner möchte es haben. Das heißt, wenn es einer gesagt hätte, wäre es schon geklärt. Erstens. Ich fand es interessant, dass man in diesen ersten Untersuchungen sogar Städte wie Hamburg oder München für möglich gehalten hätte. Und nur Gorleben auf keinen Fall. Und das Dritte, das ist aber meine persönliche Meinung jetzt, wir beteiligen uns an diesem Verfahren. Übrigens, der jetzige Atommüll lagert schon bei uns. Wir haben über 220 Kastorenbehälter als Zwischenlager. Das machen andere ja auch. Ja, natürlich, aber es gibt ja nicht so viel Kernkraftwerke, aber wir haben die ja. Also wir nehmen unseren jetzt erzeugten eigenen Müll. Wie viele Kastoren haben Sie? Ich glaube, über 200 müssten es sein an den Standorten. Aber was ich viel spannender finde, ist die Frage, wir müssten parallel überlegen, nachdem es jetzt technologische Durchbrüche gibt,
Auch Reaktoren, die möglicherweise den Atommüll sozusagen verwerten, sodass keiner entsteht, sollten wir das zusätzlich als Forschungsoption sehen. Weil ich finde diese Philosophie, für 1 Million Jahre ein Lager zu etablieren, ein bisschen vermessen, wenn Sie denken, was vor 1 Million Jahre war. Also ich bin da wirklich offen für die Diskussion. Ich glaube, dass wir gute Argumente haben, warum ein Standort in Bayern wegen dieser Porosität, die Sie ansprechen, nicht geeignet ist. Aber die Diskussion ja, also Granit zum Beispiel, unser Granit im Bayerischen Wald, der ja, ist ja, aber ich glaube, so nördlich der Donau gilt doch alles als gutes Prüfgebiet. Also so wir haben ja auch geologische Gutachten gemacht. Ja, wie sagen wir es anders? Also ich habe mit Geologen heute, wir haben heute noch mal drüber gesprochen, die sagten, in Bayern wird gehen. Ja. Zwei Drittel des Bayerischen Staatsgebiets. Wir haben eine der letzten Sendungen schon mal gehabt, da haben sie mir auch diesen Geologen zitiert, den aber keiner bei uns kannte. Aber vielleicht geben Sie mir nachher noch mal die Adresse von dem Geologen. Kann man auch bei den Kollegen der Süddeutschen nachlesen. Es gibt Gutachten darüber, die sagen, Salz, Ton oder Granit. So. Richtig, und die Lager sind, Granit ist bei uns porös im Bayerischen Wald. Der ist so porös, dass es bei Ihnen nicht geht. Und die Tonschichten, ich will es nur verstehen. Also, die Tonschichten, die bei Ulm, Neu-Ulm ungefähr sind, sind deutlich dünner als andere Tonschichten in Deutschland. Das heißt, wenn Sie... Aber ich würde wirklich dafür plädieren, dass wir neben der Suche, die soll jetzt über noch 10 Jahre, glaube ich, gehen, oder 11 Jahre gehen, dass wir uns parallel noch mal überlegen, ob es nicht noch eine andere Option für Atommüll geht. Zumindest global gesehen wird es eine neue Reaktoren geben, die Atommüll beseitigen. Aber Atommüll ist ja, aber noch 25 Jahre, die Forschung, ne? Glaube ich. Also, das weiß ich nicht, das kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls geht es voran und gibt es da Möglichkeiten. Jedenfalls 1 Million Jahre halte ich für eine etwas langfristige Planung, ohne die Hoffnung, dass sich die Menschheit verändert. Weil vor 1 Million Jahren war hier an der Stelle relativ wenig menschliche Kultur. Aber nochmal, also das Thema Atommüll ist ja eine Frage, über die man reden muss. Ja, klar. Würden Sie so ein Lager machen, wenn Sie die entsprechende Gesteinsschicht hätten? Ich finde es total faszinierend. Na, wenn man wir sagt, haben eine Endlagersuche, wir beteiligen uns daran. Wir glauben, dass wir gute Argumente haben. Nein. Sehr gute Argumente sogar. Aber umgekehrt finde ich das total spannend und auch so ein typisches, also von Ihnen beiden weiß ich, dass Sie das nicht sind, aber so ein typisches grünes Reaktionsmoment. Die Grünen sagen sofort, ja, wer auch nur einen Tag verlängert wollte, der muss machen. Wenn wir jetzt 3-4 Jahre verlängern, da fällt ja nicht sehr viel Atommüll an. Deswegen zu sagen, weil wir 3-4 Jahre verlängern, soll sozusagen als Strafe das Thema Atommüll genannt werden, das finde ich schon ziemlich krass und ein bisschen typisch. Also wenn Sie was finden, würden Sie es trotzdem bei Ihnen lagern? Wir lagern doch gerade schon. Neben den AKW. Ja, das ist eine ganze Menge. Das sind 200, Hamburg lagert 250 Behälter Hamburg oder sowas. Hamburg lagert keine. Sie haben übrigens, ich glaube, nach Gorleben, oder Bremen, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach Gorleben sind, glaube ich, 108 oder 110 Kastoren nach der Wiederaufbereitung zurückgegangen. Nach Bayern kein einziger. Wir haben ja auch überall in Deutschland keine Energie gehabt, nicht nur in Bayern. Sie sind auf Platz 2 in Bayern, auch da sind Sie richtig spitze, wenn es um hochstrahlenden Atommüll geht. Niedersachsen Platz 1, Platz 2 Bayern, Platz 3 Baden-Württemberg. Das ist die Frage, wo das gelagert wird, war bislang für Sie immer eine Frage, wo lagern wir es bei den anderen? Nein, aber Deutschland hat es sicher... Und jetzt sagen Sie, wir würden das gerne auf Länderebene selber entscheiden, ob wir das weiterlaufen lassen. Und ich frage Sie, entsteht daraus dann nicht die Pflicht zu sagen, na gut, dann lagern wir das Zeug bitte auch bei uns? Ja, das würde ja dann nur für den Neuen gelten und nicht jetzt für allen, der schon zum 60 Beispiel, Jahre Zeug Beispiel, wurde. Ja. Übrigens war das ein Angebot an die Bundesregierung. Letztes Jahr hat Robert Habeck uns gesagt, für euer Gas, also die österreichischen Speicher, die für uns da waren, das könnt ihr doch selber machen. Habe ich gesagt, warum kümmert man sich, der Bund hat ja Gas eingekauft, warum kümmert man sich um alle, nur nicht um uns? Der Bundeskanzler hat es dann abgeräumt, hat gesagt, Unsinn, macht er natürlich nicht, wir haben uns an den Bundeskanzler gewandt. Damals habe ich auch gesagt, also wenn ihr das so macht, dass ihr quasi uns nicht mit dem Gas Unterstützung versorgt, dann müsst ihr uns die gesamte energiepolitische Zuständigkeit geben. Da war dann das Gespräch irgendwie nicht so richtig fruchtbar mit Habeck, das war irgendwie unglücklich oder zickig oder wollte halt einfach nicht. Und dann war das auch vorbei. Aber das war der damalige Zusammenhang. Ja. Und natürlich schauen Sie mal, kleinere Länder wie Tschechien, wie Slowakei, wie Finnland können das machen. Wissen Sie eigentlich, wie so ein Atomkraftwerk überhaupt kontrolliert wird? Wie das läuft oder wer das macht? Ich war mal Umweltminister, darum weiß ich das. Das machen fast ausschließlich Landesbehörden. Der Bund kommt ab und zu vorbei, aber die eigentliche Aufgabe machen die Landesbehörden. Und deswegen könnten die Länder, es könnte auch Baden-Württemberg wollen. Ich weiß, es ist politisch nicht gewollt und es geht halt auch nicht. Und ich glaube, dass uns das noch in Deutschland schwer vor die Füße fällt.